So, willkommen zurück bei Call of Juarez Blood and Blood. Wir sind beim... Oh Mann, ey. Der steht genau vorm Lauf und wir treffen ihn nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber Thomas, wie blöd bist du eigentlich? Was war das denn schon wieder? Das ist doch nicht normal. Entweder sterben wir oder unser Bruder, das gibt's doch gar nicht. Tschüss, Mann. Geh aus dem Weg, du Nervs. Und werden wir lebendig erschossen, ist auch nicht besser. Gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wir schaffen es einfach nicht. Meine Güte. Affe. Komm schon, lauf. Man schafft ja kaum lebendig hier hoch. Frag mich gerade, wie das Ganze überhaupt schwer. Ich spiele es ja auf normal. So nebenbei angemerkt. Pass auf! Ja, das ist noch drüben. Seid zu stark. Marisa. Warum zum Henker stirbt der Sack nicht? Der müsste schon lange tot sein, so viele Kugeln, wie wir dem schon verpasst haben. Das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein.
nicht wahr sein. Komm schon. Ey, ein Schuss und wir können nichts mehr machen, weil wir sofort der Deckel liegen müssen. Ja, der wirft erstmal kein Dynamit mehr. Ey, wie viele zum Hacker kommen da noch? Mann, das gibt's doch gar nicht, ey. Das kann doch nicht sein. Den haben wir ja nicht getroffen, weil direkt vor uns stand. Komm schon, lauf. Meine Güte. Boom. Und wir wären wieder fast tot gewesen. Nein! Och Mann, ich wollte gerade wieder hinter der Säule verschwinden und da war er schon wieder tot. Boah, hey. Das ist jetzt aber schon heftig hier. Ja, das wäre doof für dich, weil du uns ja doch umlegen willst, ne? Pass auf! Oh, weg da! Kugeln halten die Typen denn aus? Vor allem, wie viel hält der aus? Okay, dass wir da drauf gehen, das war mir klar. Ich wollte mal gucken, wie viele Kugeln wir denn reinpusten können. Und der immer nur stirbt. Das waren jetzt 5 Kugeln, meine ich. 4 oder 5. Und er lebt einfach weiter. Oh Mann, ey. Mal gucken, wie viele Parts wir noch brauchen werden. Ein Schuss und wir sind fast weg. Das ist... Stirb, Mann! Ja.
Wer hat uns denn schon wieder... Wo? Meine Güte, das... Okay. Wer, bitteschön, hat uns jetzt abgeschossen? Die waren hinter der Säule, beide. Die, da konnte uns keiner treffen. Hoch, oder wir werden lebendig begraben. Es konnte uns keiner treffen von denen. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Okay. Gut. Warum stirbt der Typ nicht? Darf das storybedingt noch nicht sterben oder was? Dann dürfen die noch nicht dahinsetzen. Ganz im Ernst. Gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also. Hoch, oder wir werden lebendig begraben. Mann. Unglaublich, ey. Was haben die hier gemacht? Waren schon wieder 4 Kugeln hinterlegt noch. Wo der eine Typ hätte... Ich sag nichts mehr dazu. Ey. So ein Witz ist das doch. Ein Witz. Hoch, oder wir werden lebendig begraben. Verschwinde, du. Schau einfach ab. Mir egal. Ja. Der Typ ist auch random. Der ist mal da, mal nicht. Dann ist er mal wieder da. Lustig. Nicht. Nicht lustig. Ey, das ist doch bescheuert. Das ist doch richtig. Also. Mann. Hoch, oder wir werden lebendig begraben. Warum schießen die eigentlich nur auf uns? Von was haben die für Gewehre? Das ist doch unglaublich. Komm schon, vorsichtig, ich sehe nichts. Ugh.
Mann, stirb doch endlich! Was? Warum rennt er jetzt wieder hinter der Deckung hervor? Warum? Das kann doch nicht sein! Oh Mann. Mal gucken, ob der eine Typ wieder da ist und uns abschießt. Nein, okay. Der ist tot. Der hätte uns nicht abschießen können. Boah. Aber wenn es so weitergeht, wird wohl noch ein Part hier zukommen. Hat er eigentlich gedacht, dass hier dann Schluss wäre, weil wir hier jetzt einfach... Warum lebt er hinten noch? Wir haben ihm eine Kugel in den Kopf gejagt. So. Ja! Wir schießen auf den als ob... Boah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ja, genau, das Dynamit ist uns sowas von egal, wenn aber eine Kugel und wir sind wieder weg. Im Ernst? Das gibt's doch gar nicht. Mann, krümel dich einfach. Boah, das war wieder auch... Ist auch lustig, dass der eine Typ manchmal da ist und manchmal nicht. Das finde ich sehr lustig. Verschwinde da! Auf! Und du dahin kannst auch gehen, du verschwindest. Auch, du kannst auch direkt verschwinden. So. Mann! Ach, hör auf, nach deinem Bruder zu rufen, der will dich eh umlegen. Warum? Es hat. Ist das geil. Oh Mann, ey. Dem Weg. Warum stirbt? Ey, manchmal brauchen wir so viele Kugeln. Das ist doch nicht mehr normal. Unglaublich. Der lebt immer noch, Mann! Das geht. Der kann nicht. Ich hab's schon wieder. Mein größtes Problem ist, dass ich einfach nichts sehe, hier wegen dem ganzen Staub und so. Okay, erstmal abwarten.
Warum denn? Wieso sterben wir danach immer sofort? Was ist denn? Mann. Naja. Ein Versuch machen wir noch und sonst verschieben wir das Ganze auf den nächsten Part. Und wenn es im nächsten Part auch nicht klappt, dann mache ich das so lange, bis es klappt und lass es einfach mal wieder ein bisschen schneller laufen. So. Gut, wenn wir die ganzen Dynamit-Schützen weg haben, dann renne ich einfach zurück. Vielleicht hilft das ja dann. Schauen wir mal. So. Das ist gerade sehr viel Dynamit, ey. Geht der noch weiter weg? Meine Güte, das war schon wieder knapp. Ja. Marisa, du bist so gut wie tot, Barnsby. Hörst du? Wie viele Kugeln hast du noch? Komm her und schließ jetzt da. Die Reise ist hier zu Ende, Bronsby. Deine Träume werden hier begraben und du stirbst zusammen mit uns. Haben wir's? Was ist mit den Südstaaten, Bronsby? Bist du bereit, alles zu verlieren? So wie ich meine Familie verloren habe? Ich schlage vor, wir treffen uns auf dem Feld der Ehre. Er gehört mir. Wow, wie hab. Ey. Haben wir es doch noch. Jetzt müssen wir ihn nur noch umlegen. Gucken, ob wir es beim ersten Mal schaffen. Wenn die irgendwann mal. Wollte schon sagen, aber wir geht es automatisch, was wäre ja toll. Und dann auch, wenn die alles wackelt.
Jawohl! Direkt beim ersten Versuch getroffen. Ach komm. Fall runter und tschüss. Und tschüss. Adios, amigo. Wow. Er ist futsch. In jenen grausamen Tagen waren wir zu dritt. Und ein jeder von uns wäre für den anderen durch die Hölle gegangen. Solange wir zusammenhielten, konnte es keiner mit uns aufnehmen. Drei Brüder. Von uns dreien war William der Beste. Ein Mann des Glaubens, der sich opferte, um meine Seele zu retten. Wie der Erlöser, der für unsere Sünden starb. Wie Running River, der den Mörder seines Sohnes verschonte. William wollte, dass ich durch sein Opfer zu Gott finde. Und das tat ich. Das Gold ließen wir zurück. Es war verflucht. Ich legte meine Waffen nieder und widmete mein Leben Gott. Ich wurde zu dem Prediger, der mein Bruder William immer sein wollte. Und ich schloss die Ehe zwischen Thomas und Marissa. William, ich weiß, dass du auf uns herabsiehst. Du sollst wissen, dass dein Tod nicht vergebens war. Auch wenn nichts mehr so wie früher ist, bleibt eines unveränderlich. Wir sind eine Familie. Wow. Und sie trägt den als Anhänger, den Schlüssel. War's das? Sind wir durch? Ach, dieser blöde Stuhl. Ja. Wir sind Ende. Wir haben es geschafft. Gut, Freunde. Ich sag jetzt. Also, ja. Mal gucken. Es müssen eigentlich die Credits kommen. Also, ich fand das Spiel war schön. Ja, kommt auch. Call of Juarez, Button Blood. Ja, ich lasse die durchlaufen und ich verabschiede mich schon mal bei euch. Das Fazit werde ich. Ja, was soll ich noch kurz sagen? Mir hat Spaß gemacht, auch wenn es am Ende. Oh, am Ende wurde es nochmal richtig schwer. Ich habe mich einfach nur total dämlich angestellt. Keine Ahnung. Aber an sich war das Spiel doch sehr schön. Ich meine, die ganzen Nebenmissionen, was wir da alle vermasselt haben. Ist eine Sache, aber so die Hauptstory war an sich doch ganz gut. Na gut, ich würde sagen, ich lasse noch durchlaufen. Die Geheimnisse. Habe ich noch ein Ex. Ich werde mal schauen. Ich guck mal, wie lange die Geheimnisse. Wie lange es dauert, sich die anzugucken. Die wir haben. Ich werde nicht noch einmal alle sammeln. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Ja, je nach. Entweder hänge ich die noch hinten dran oder kommt ein extra Part, je nachdem, wie lange es dauert. Ich sag schon mal, bis dann. Und. Ciao.
39 Minuten und 6 Sekunden haben wir gebraucht. Geheimnisse gab's keine. Wir haben $27 gefunden. Ist das nicht schön? Und wir haben immer eine ordentliche Genauigkeit. Machen wir mal weiter. Gesamt, wir haben jetzt 8 Stunden 48 gespielt, 3400 Geld gefunden, 13 von 89 Geheimnissen. Na gut, weiter. Eine neue freigeschaltet, sehr schwer, ja, super. So, wir haben Einzelspieler, Geheimnisse. Und das ist alles auf dem Kopf. Artwork. Schauen wir uns. Ja, schauen wir uns das mal an. Next. Weißt du noch Crazy Willy in Fort Sumter? Ich dachte gerade über ihn nach und dachte... Oh Mann, kannst du denn nie die Klappe halten? Ich wollte mich doch nur unterhalten. Ray, du quasselst wie ein Wasserfall. Weißt du, was ich jetzt gerne haben würde? Ein fettes Steak. Willst du etwas Dörrfleisch? Da kann ich ja gleich meine Stiefel essen. Nein, danke. Ich will ein T-Bone, und zwar blutig. Okay. Soldaten eines New York Zone Regiments. Datum unbekannt. Gruppe von Offizieren. Genaues Datum unbekannt. Thomas, weißt du noch, wie Ma dich mit Melissa Cottingham in der Scheune erwischt hat? Was hat sie gemacht? Thomas mit der Mistgabel in den Arsch gepickt. Und Melissa musste den ganzen Weg nackt nach Hause laufen. Warum sagst du eigentlich nichts? Wie denn? Du redest doch die ganze Zeit, ob du etwas zu sagen hast oder nicht. Oh, entschuldige, dass ich auch eine Meinung habe. Oh Mann. Ich denke immer daran, was Ma sagte. Ma hat sehr viel gesagt. Gutes Urteil kommt von Erfahrung und die wiederum kommt von schlechten Urteilen. Redest du jetzt von dir selbst oder redest du von mir? Ja, das, die Frage lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Offiziere der 55. Infanterie in Fort James. Nahe Tenley, blablabla. Genaues Datum auch mal wieder unbekannt. Schick. Das haben wir hier, auch unbekanntes Datum. Eine Brücke, Brücke von Antietam. Ja, 1800. Mann, ist das heiß hier draußen. Ich finde es okay. Mir läuft derartig der Schweiß runter. Weiß gar nicht wohin. Interessant. Was wohl aus dem alten Cookie geworden ist? Ach ja. Ich weiß noch, wie er uns seinen Eintopf aus Ratten als Hühnchen verkauft hat. War doch ganz lecker. Teil des Schlachtfelds von Gettysburg, ca. 1863. Mattith Bardi in der Mitte des Bildes. Sammlung Mattith Bardi, USA Army. Genaues Datum unbekannt. Okay, das war das letzte. Mehr haben wir nicht. Schade. Mach einmal zurück. Ja. Gut, Freunde, würde ich sagen, das soll's. Das war's dann mit Call of Juarez Baden-Blatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, habe ich keinen Code für. Ist auch nichts. Schön. Das war's dann mit Call of Juarez Baden-Blatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Ich sage vielen Dank und bis dann. Ciao.